Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich will mir heute mal mit euch zusammen die Resident Evil 2 Shot-Demo anschauen. Resident Evil 2, das Remake. Ich freue mich da so ein bisschen drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte mit der Reihe an sich kaum Berührungen. Den ersten Teil, den ich davon gespielt habe, war Resident Evil 5, welcher ja auch in der Community gemischt aufgenommen wurde. Ich fand ihn so, boah, ne? Also ich habe nicht wirklich lang gespielt. war jetzt nicht ganz so meins, nicht so wirklich horrormäßig, wie ich das gehört habe. Alles sehr hell, alles ein bisschen freaky. Steuerung hat mir nicht so wirklich zugesagt. Also, man konnte es mal spielen, war jetzt für mich aber kein Muss. Und ja, der zweite Teil, also der zweite Teil an sich ist ja erstmal natürlich schon sehr, sehr alt, und das Remake interessiert mich doch sehr. Komplett aufgehübscht worden, also das Ding ist, ich glaube, sogar komplett neu programmiert worden. Alles ein bisschen in die heutige Zeit geholt, auch gameplay-technisch. Und ich will mir das echt mal angucken, ich bin da sehr gespannt drauf und hoffe natürlich dementsprechend, dass es mir eine große Freude bereitet, dass ich dann vielleicht ein schönes Horrorspiel mal wieder habe, was ich zocken kann. Und ja, wir haben 30 Minuten für diese Demo Zeit, um das zu spielen. Und ich glaube, bis 31.01. ist diese Demo verfügbar. Ich werde mir jetzt natürlich in diesem Run hier alles genau angucken. Ich bin auch so eine kleine Grafikhure. Ich versuche es immer abzustellen, aber was willst du machen? Ich will mir das auf jeden Fall angucken, wie das alles so aussieht, wie sich das alles so spielt. Deswegen nichts durchgerusht oder so. Und ich hoffe, ihr habt da Spaß, habt da ein bisschen Bock zu. Ja, Kampagne rein in die Olga. Fertig, Spiel, Demo, Unterschied, bla bla bla, hier 30 Minuten. Ich weiß. Grafik habe ich schon vor ein paar Tagen mal justiert. Und hoffe, dass das jetzt alles auch leckfrei über die Bühne geht. Mein Rechner ist ja auch nicht mehr der jüngste. Da muss auch mal langsam ein bisschen neue Technik rein. Aber dafür habe ich aktuell nicht so das Geld. Wenn du verstehst, was ich meine. So! Geile Sache. Oh, schon der erste kleine Ruckler drin. Ja, keep out. Grafik definitiv schick, schick. Hallo? Ich spiele auch nicht auf Ultra oder so. Ich glaube, auf Hoch bin ich jetzt. So, mit Shift können wir sprinten. Ja, sprinten in Anführungszeichen gesetzt. Ich muss mal ganz kurz meine Cola hier wegpacken. Sonst werde ich die nämlich gleich umtreten. Das wäre nicht so schön. Ich sehe schon, da liegt Munition auf dem Tresen. Kombinieren. Tab ist Inventar öffnen. Gut. Die Waffe haben wir auf 2, 3, 4. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Natürlich ein begrenztes Inventar. Inventarmanagement ist da sehr, sehr wichtig. Bei diesem Spiel war ich auch beim fünften Teil sogar schon so. Dann bin ich ja mal gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Deutsche Synchro geht auf jeden Fall klar. Bisher. Nicht gut. Ja, so ein Zombie ist halt, ne? In den Kopf, du Idiot! Breakroom. Sollte den Typ suchen. Es gab ja schon mal eine spielbare Demo, das ist jetzt ein bisschen was anderes. Die GameStar hat da, glaube ich, ein Video zu gemacht, warum die Demo eigentlich gar keine so schlechte Idee war von den Entwicklern. Aber ich habe mir die nicht angeguckt, weil ich Angst hatte. Nachher war es drin zu sehen, was ich nicht sehen soll. Und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall zielen ist frei im fünften Teil, weil das ja ekelhaft ätzend. Aber Fahrenkreuz ist selbst bei. Ah. Achso, laufen. Pupp. Also wenn du. Natürlich alles ein bisschen bitter. So, was haben wir denn hier? Ach, hier dieses eine Rätsel. Das gab es ja schon in der ersten Demo. Und jetzt sprinten, in Anführungszeichen, wir. Schauen einfach mal, was wir hier so finden können. Das hat gerade so komisch geleuchtet. Ich habe gedacht, da ist was zu holen, aber dem ist wohl nicht so. Das sieht aber nicht so schön aus. Liegt das an meiner Einstellung oder? Das ist ein bisschen hässlich, Alter. Vielleicht habe ich auch irgendeine Einstellung. Ich glaube, keine Ahnung. Sonst schreibt mir das gerne mal in die Kommentare.
Vor allem der Ö-Gaming. Der hypt ja auch schon auf das Spiel. Vielleicht weiß er da mehr. Ach so. Ist dicht der Ofen. Na gut, dann halt doch die andere Seite. Ja, fängt ja schon mal gut an. Erstmal planlos in der Gegend herumlaufen. Ich muss natürlich auch ein bisschen auf die Soundkulisse achten. Ich finde, beim Horrorspiel ist es ganz wichtig, dass die Soundkulisse stimmt. Ich brauche meinen Schlüssel. Ja, warte mal, was? Okay, hier liegt auf jeden Fall noch ein bisschen Munition. Kombinieren. Das fängt ja super an. Die ersten Minuten Resident Evil und direkt verkackt. Sehe ich mit Sicherheit. Hier war gerade nicht sehen können. Ja, hier, guck mal, alles dicht, außer da. Na. Glückwunsch, Julian. Hast du ganz toll gemacht. Was? Soll ich ja draußen oder was? Ja, soll ich. Ha! Ja! Oh fuck, ich soll noch an denen vorbei oder wie? Ah, es hat belastet, ich raff nicht, was ich machen soll. Ah, nein. Okay, das ist dunkel. Okay. Okay, da kommt eine ganz andere Atmosphäre auf. Was haben wir hier? Da fehlt eine Sicherung. Da können wir nicht rein. Ah, doch, die Sounds sind gut. Die Sounds sind sehr, sehr gut. Da hat jemand seine Mike Air Jordans vergessen. Du schaffst das. Oh, ich liebe so flackerndes Licht. Da kriegt so ein bisschen Dead Space Feeling auf. Hallo? Da liegt was am Boden. Dead Space Feeling, wo wir schon mal gerade dabei sind. Soll ich es direkt erschießen oder? Sehr gut, haben wir wieder ein bisschen Munition. Nach meinem kleinen Rant vorhin wieder zu bekommen. Hier ist nichts. Da ist ein Knopf, soll ich ihn drücken? Ich drücke ihn einfach mal. Sehr gut. Licht! Wunderbar, wunderprächtig. Quicktime Events, jawohl! Ah, sei nicht so laut, Mann. Sei nicht so laut. Weiß doch nicht, was hier alles lauert und so. Das ist alles beengt, ey. Aber es gefällt mir. Ich hoffe hier noch was zu finden, aber leider, leider nix. Ist das Gronkh? Aufwachen! Schnell! Aufwachen! Mach die verdammte Tür auf! Ja, ich komme jetzt. Ach, das ist die. Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Ich hab sie. Das schafft er nicht! Jetzt die andere Hand.
Jetzt nachher nur noch Matsche. Ich fühle mit dir, mein Freund. Oh Gott, ich fühle gar nicht mit dir. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich Bock auf Spaghetti Bolognese. Ja, zoom halt noch weiter rein, ey. Notizbuch eines Polizisten. So Schalter und so Parken und so Way Out und das... Ach so. Okay. Ja, das ist die Demo, die man schon mal spielen sehen konnte. Ah, okay. Boop. Oh, oh, hab ich mich grad verjagt, Alter. Okay. Bleib liegen. Bleib liegen, habe ich gesagt. Bleib liegen, habe ich gesagt. Geh zurück. Bleibt er jetzt liegen? Ich hoffe doch mal. Was? Der steht immer auf! Ach nee. Folgender Fall. Ich kenne diese Stelle hier. Ich glaube, bei Game 2 habe ich mir da mal Gameplay angucken können. Von der ganzen Stelle. Deswegen will ich auch gar nicht jetzt so tun, als ob das alles für mich neu wäre. Ich kenne das hier. Aber nicht, dass man jetzt hier durchs Fenster kann. Also ich glaube, das war in der allerersten Version nicht so. Die haben die Demo abgeändert. Oder? Achso, ich habe gedacht, der kann ja jetzt rausspringen, aber nee, es ist nur zum Verbarrikadieren. Kann ich die kaputt schießen? Nein, kann ich nicht. Dafür werde ich wohl irgendwie einen Seitenschneider oder sowas brauchen. Aber selbst spielen ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, ne? So, das heißt, ich habe jetzt die Notizen. Scheiße! Die sind überall! Oh, Gottes Willen. Wenn die so schwanken würden, aber ich muss sagen, die Animation der Zombies ist wirklich, wirklich Premium, ey. Das ist wirklich gut gemacht. Oh! Ah, weißt du was? Ich spare mir die Munition. Oder? Komm, geh da durch, Alter. Endest du nachher so wie der andere Polizist. Ah, sag's doch! Ich sag's doch! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Na, Sigi. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Was ist doch die Demo von damals? Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar. Egal, ich lass mich auf jeden Fall drauf ein. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich.
Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst! Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp! Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Ich bekomme auch noch ein Buttermesser. Kampfmesser! Was? Zu wenden, in Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. Keine Verwendung zum Internet. Ja, Spiel fortsetzen. Oh, was? Ich habe mich extra auf Offline gestellt, damit ich hier nicht angeschrieben werde. Ein Moment. So, habe ich die Netzwerkeinstellung nochmal nachkorrigiert und jetzt dürfen wir auch spielen. Ja, geil. Und du verreck mir bitte nicht, ne? Messer. Warum auch immer das abgeklebt war. Damit da kein Zombie beigeht, oder? So habe ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Grünes Kraut, Heilpflanze. Sehr schön. Dahin. Munition. Kombinieren. Sehr schön. Oh, das sieht schon scheiße aus. Ach, und nochmal dunkle Gänge, sehr schön. Also aktuell gefällt es mir auf jeden Fall schon mal so vom Grundprinzip her. Hier ist die Frage, wie es dann langzeittechnisch aussieht. Oh. Und ob der noch hier mal wieder aufsteht. Schon lecker gemacht, ey. Jetzt habe ich leicht verjagt. Ich wollte nur gucken, ob der physikalisch baumelt, aber nicht, ob der da runterfällt. Alter, was man hier alles einen Schlüssel braucht, ey. Ich bin da auch, glaube ich, so Barrikaden, die man errichten kann. Hi! Wäre übrigens nett, wenn du draußen bleibst, ne? Was habe ich gerade gesagt? Ja, muss ich wegmachen. Guck mal, wie die taumeln. Mega! Die alte bleibt jetzt liegen, ey. Weapon Locker Key.
Oh, Munition. Munition ist immer gut. So. Steuerung mit PC ist auf jeden Fall auch sehr gut. Ist ja heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich, dass eine PC-Steuerung unter anderem auch intuitiv funktioniert. Ja, da habe ich leider nichts für. Da. Wie gesagt, noch so eine Kneifzange oder sowas. Aber. Die Alte ist wieder aufgestanden. Guck mal, der Fette, der einen Schokoriegel haben möchte. Das ist ja ist schon ein bisschen Fettshaming, ne? Scheiße. Drei Kugeln im Kopf. Der steht nachher sowieso wieder auf. Dem fehlt ein Ärmchen. Oh Gott, nicht das Rätsel. Ach Gott, nee, Crafting, wirklich? Schießpulver. Ich kann die Munition craften, okay. Was zum Teufel? Drei Kugeln und Licht. Der Fettsack kommt, ich glaube es nicht. Den Code kenne ich leider auch nicht. Wow, wie geil das gemacht ist. Ich habe gedacht, der kommt jetzt hier einfach reingelaufen. Nee, stattdessen steht er vor der Tür. Ja. Wie er gefallen ist. Kaboom. Einsatzbericht. September, außer ich bin kein. Ich lese nicht gerne, nein. Muss ich hier dieses Kackrätsel wieder machen? Ja, bitte? Ach, erzähl mir doch keinen! Nö, ja, hab ich keine Lust drauf. Der ist eher der Hausmeister oder was? Na, ich will nicht meine ganze Munition verschwenden. Das ist tatsächlich eher. Er liegt ja die ganze Zeit, weißt du? Du kannst ruhig dran vorbeigehen, das juckt ihn überhaupt nicht. Scheißdreck. Du kannst ja hier nie sicher sein. Gab's hier nicht dieses Rätsel, wo man mit den Anfangsbuchstaben der Namensschilder irgendwie was basteln musste? Oder ist es hier tatsächlich nicht mehr so? Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die Demo ein bisschen abgeändert wurde. Er steht echt wieder auf, Alter, du bist... Oh. Ach nö, komm, weißt du, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wer ist denn er jetzt schon wieder? Boah, ey, das ist so. Hopp. Er kommt da nicht rein.
Ja, ist ein Gitter vor. Vergiss es einfach. Gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich hoffe, das war jetzt keine doofe Idee. Was haben wir hier? Ist auch nicht wirklich viel, oder? Oh, eine ganze Menge Geschenke zum Aufmachen. Oh, Munition ist mal gut. Aber es wird langsam weniger. Ich kacke ins Essen, Alter. Na, komm, nimm's an. Heilkräuter. Verletzung, wir haben blaue Kräuter. Wirkung steigern. Achso, also ich habe das, glaube ich, schon richtig gemacht. Schreibmaschine können wir nicht mit interagieren. Wir mal Licht anmachen hier. So. Wo wir gerade schon vom violetten Kraut reden. Da haben wir es. Inventory. Ja, Gefahren gelb. Das kombiniere mit dem. So, haben wir hier einen Platz frei. Und hier können wir nichts machen. Das weiß man ja nicht. Und hier können wir Sachen lagern. Ich bin nicht dafür, in der Demo die Barrikaden brauchen werden. Aber da hinten steht nichts mehr auf. Natürlich kommt er hier rein. Neue Munition, geil. Kann man richtig viel rumballern. Klang gerade so, als wenn da noch einer wäre. Nein. So, sicher, schieße ich mir nochmal in die Fresse rein. Weil die Leute sind ja bekannt dafür, gerne aufzustehen. Nichts. Oh, was haben wir denn da? Schrotpatronen. Ach du Sch... Oh! Oh! Okay, damit habe ich jetzt... okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich... Oh, mir wird gerade... Ich hab nur noch eine Minute Zeit zum Scheiß. Und mir wird gerade ein bisschen warm, ey. Ach du Heiliger. Darauf muss ich erstmal. So ein Dreckspiel, Alter, ohne Witz. Ah, ich schaff das nicht. Ich hab nur noch 1 Minute 44. Also ich wollte es mir, wie gesagt, alles mal ein bisschen angucken. Man kann ja hier nachher auch eine Schrotflinte bekommen. Aus diesem Weapon Resort. Das ist auch. Das ist gut gemacht. Das hatte ich schon Dings gesehen. Das sieht so aus, ob da ein Mensch steht, aber es ist einfach nur das Licht, das von der Figur scheint. Ist so ein kleines, nettes Detail. Feier ich. So, jetzt sprinten wir kurz ein bisschen durch. Oh, da auch nicht.
fuck, Alter. Drauf geschissen. Ich habe halt nicht mehr viel Zeit, ne? Ah! Gürteltasche! Irgendwelche Aktenberichte, ja, irgendwas anzünden, bla bla bla. Kombinieren, haben wir noch ein paar mehr Kugeln. Also untersuchen macht hier auf jeden Fall Sinn. So, können wir jetzt auch diese Dinger mitnehmen. Bei deinem Text. Oh, doch nicht hier lang. Nein, ach komm. Danke fürs Spielen. Puh. Zeit abgelaufen, 30 Minuten gespielt. Erleben Sie den Rest der Geschichte der Fall. Aber wir sind echt noch schwummrig wegen der Sache eben gerade, die aus dem Schrank geploppt ist. Da muss ich mich jetzt tatsächlich dafür entschuldigen, dass ich hier keine Facecam habe. Ich glaube, das hättet ihr mit Sicherheit ganz gern gesehen. Und ich glaube, es ist ja auch so im Hauptspiel. Find out more. I want to find out what's happening here. She's the one at the sogar zwei Charaktere spielen können, ne? Unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over. Let me go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. Had a pretty damn good idea. Resident Evil. Plus, jetzt kommt's. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, Shindo. Eine laufende, sprechende, leuchtende Säule. Sollen wir das jetzt was sagen? Die Japanisch spricht. Während alle anderen gerade Englisch gesprochen haben. Ja. War definitiv sehr, sehr cool. Die Atmosphäre stimmt auf jeden Fall schon mal. Also das ist mir sehr, sehr wichtig. Gerade wenn du, wie ich, jemand bin, der ein großer Fan von Dead Space ist, welches wirklich für die Atmosphäre gelebt hat. Oder von der Atmosphäre beziehungsweise gelebt hat. Ist das hier auf jeden Fall eine, glaube ich, sehr, sehr geile Horrorerfahrung. Gameplay stimmt. Mentalmanagement wird später wichtig werden, also ich kann mir schon vorstellen, welche Richtung das alles gehen wird oder worauf später man achten muss. So ein Bosskampf wäre natürlich jetzt nochmal schön, weil die sind in diesem Spiel, glaube ich, immer sehr, sehr knackig. Aber ich bin definitiv interessiert, das kann ich sagen. Ich werde das Spiel definitiv im Auge behalten. Ich glaube, so lange ist es eigentlich gar nicht mehr hin, bis es rauskommt. Ob ich nochmal einen zweiten Durchlauf jetzt hier aufnehmen werde, wo wir einfach mal gucken, wie weit wir kommen können. Einfach da mal ein bisschen durchsprinten und die ganzen restlichen Scheiß einfach mal beiseite lassen. Das könnt ihr gerne entscheiden. Jetzt mache ich nochmal eine zweite Aufnahme. Wir haben ja jetzt ein bisschen gesehen, dass wir auch bei den meisten Sachen können wir auch durchsprinten. Wir müssen die Zombies ja nicht alle kalt machen. Die können wir auch einfach links liegen lassen, wenn wir wissen, wohin. Ich habe die jetzt halt einfach nur kalt gemacht, weil erstmal sieht das fürs Gameplay schön aus und zweitens habe ich keine Lust, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss oder wo mir was aufflammen könnte, dann nachher eine Gruppe Zombies im Nacken zu haben. Das ist dann eher unschön. Ja, cooles Spiel auf jeden Fall. Schreibt mir gerne eure Gedanken zum Spiel in die Kommentare. Ich lese mir das sehr, sehr gerne durch. Freut ihr euch zum Beispiel auf das Spiel? Habt ihr da Bock drauf? Chris, bei dir weiß ich ja schon Bescheid. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mal gucken, was ich dann da auskrame. Ich habe nämlich übrigens vor, jetzt mal wie am vermehrt mal so Real Talk Formate zu machen, weil das kam mir bei euch mal sehr gut an. Aber wir schauen einfach mal. Ja, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein.